Wir sind gerade in Ankara gelandet, fahren jetzt weiter zum Waggonwerk hier in Ankara. Das ist eine Stunde entfernt, um mit der Geschäftsführung zu reden über weitere Projekte, die wir vorhaben. Ja, ihr könnt gespannt sein. Heute bin ich mit Sonnet unterwegs. Das ist mein Geschäftspartner bei der AS Rail Release. Und mit dir natürlich, mein lieber Ahmed. Also wir haben ja in dem Werk schon 100 Container bestellt. So wie das aussieht, werden wir weitere bestellen. Die genaue Menge ist noch nicht klar. Das werden wir gleich mit denen aushandeln. Ja, wir werden uns das Werk nochmal anschauen mit dir zusammen. Wie die da arbeiten, was die da machen und eventuell weitere Projekte, die wir mit denen starten möchten, ansprechen. Und ja, ich hoffe auf einen Nenner kommen. Dich haben wir jetzt zum ersten Mal vor der Linse. Deswegen musst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Also ja, ich bin Soner. Ich bin Rechtsanwalt, selbstständig seit 14 Jahren und Unternehmer in einigen Branchen. Vertrete jetzt die HRS-Gruppe seit knapp 2 Jahren in vielen rechtlichen Angelegenheiten. Und da haben wir uns entschieden mit Adem halt, weil sich im Laufe der Gespräche herausgestellt hat, dass relativ viel Bedarf an Containern herrschte, haben uns entschieden, zusammen die Firma zu gründen und die ganze Sache hier in der Türkei zusammen anzugehen. Wie heißt die Firma? AS Rail Release GmbH. AS Rail Release, also das sind die Anfangsbuchstaben von euch beiden, oder wie? Genau. Adem, Sonna haben wir uns entschieden, damit man uns wiedererkennt, sag ich mal. Und ja, der Name war relativ schnell gefunden. Der Name ist ja nicht wichtig. Wichtig ist, was machst du? Wie sind deine Produkte? Wie bringst du sie auf den Markt? Wie platzierst du sie dort? Ja, und wir haben relativ gute Produkte, sind schon relativ viel in Einsatz in ganz Deutschland inzwischen. Und die erste Resonanz ist auch positiv. Von daher haben wir uns ja auch entschlossen, jetzt nochmal in die Türkei zu gehen, weitere Gespräche zu führen und neue Projekte mit der Firma anzugehen. So, wir sind hier in Ankara angekommen, im Wacko-Werk. Hier bauen sie die ganzen Waggons und Container. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Mal schauen, was der Tag mit sich bringt. Komm mit! Merhaba, ismim Serhat Kalaycıoğlu. Vakko Waggon AŞ'nin genel müdürüyüm. Şirketimiz 2007 yılında kurulmuş bir şirket. 2010 yılında Türkiye'nin ilk özel demiryolu firması olarak faaliyetlerine devam etmekte. 2010-2018 yılları arasında sadece Türkiye'deki iç pazarla ilgili imalatlar yaparken 2018 yılından itibaren Avrupa'nın büyük demiryolları şirketlerine imalat yapıyoruz. Şirketin büyüklüğüne baktığımız vakit şu an itibariyle 550 kişiyle 6 farklı fabrikada imalat yapmaktayız. Bunun yanında en önemli yarattığımız diğer rakiplerimize fark, teknolojiye ciddi olarak yatırım yapıyoruz. Kaynak bilindiği üzere bizim en önemli işimizin temelini oluşturuyor ve şu an itibariyle Vakko'da 25 tane farklı kaynak robotu 2 vardiya düzeninde çalışmalarına devam ediyor. Adem Bey'in onlarca yıllık Almanya'daki iş tecrübesi özellikle bizim Alman pazarına penetre olabilmemiz açısından çok ciddi öneme sahip. Karşılıklı güvene esas bir iş birlikteliğimiz söz konusu. Bunun yanında 2023 yılı içerisinde yapmış olduğumuz kontratla 2024 yılının başında 100 adet konteynerin sıkıntısız olarak kendilerine
transferini sağladık. Ve şu an itibariyle bu ürünlerimiz Almanya'da sıkıntısız olarak kullanılmakta. Hallo zusammen, wir sind hier in der Werkhalle von Wacko, hatten ein sehr konstruktives Gespräch mit dem Geschäftsführer und den anderen Beteiligten. Es war sehr, sehr konstruktiv, wie schon gesagt. Es erwarten uns neue Projekte. Wir haben so einige Sachen abgemacht und auch besiegelt. Dementsprechend freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit der Firma hier und ihr werdet das alles bald sehen, was noch vorangeht.